Stimmt, wir waren ja jetzt dabei, uns das erste Zahnarzt zu mopsen, ne? Ja, klar, immer. Also ich hoffe, ich habe letzte Runde schon gesagt, yo. Das ist schon okay. Mal sehen, ob wir das gleiche Glück haben mit den Treppen, ne? Aber jedenfalls Verschnellerung. Oh, my God.
Endlich sind wir durch. Was ist das? Die Zeit, sie steht hier still. Aber haben sie nicht? Kurz bevor wir mit dir in die Zukunft verschleppt worden sind, Reptine. Zephyr, Vespo, Tobot, ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja, wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräder der Zeit wieder. Und wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Haben Zephyr und seine Freunde da nicht versprochen, dass sie die Zahnräder der Zeit wieder an die vorgesehene Stelle bringen? Aber die Zeit steht hier immer noch still. Das könnte bedeuten, die Zahnräder der Zeit wurden noch nicht an die für sie vorgesehene Stelle zurückgebracht. Das werden wir feststellen, das Zahnrad der Zeit dieses Waldes war an dieser Stelle. Aber was ist das? Es ist ein Zahnrad der Zeit, da gibt es kein Vertun. Aber die Zeit hier scheint angehalten zu haben, hier bläst kein Wind. Seht ihr, diese Blätter sind wie erstarrt. Hier hat die Zeit angehalten, aber das Zahnrad der Zeit ist da, wo es hingehört. Warum ist das so? Hey, was hast du getan? Die Zeit hat dir schon angehalten. Es macht deswegen keinen Unterschied, wenn ich das Zahnrad der Zeit jetzt mitnehme. Außerdem, etwas anderes ist viel beunruhigender. Viel beunruhigender? Vergesst es, gehen wir von hier weg. Übrigens, Blitz, es gibt etwas, das du für mich tun könntest. Was denn? Bevor du zurück zur Taido-Klippe gehst, ich hätte gerne, dass du vorher in Schatzstadt ein paar Informationen sammelst. In Schatzstadt? Ja, und Folgendes solltest du für mich herausfinden. Versuch alles herauszufinden, was gerade in dieser Welt passiert. Okay, ich werde es herausfinden. Jeder glaubt, dass ihr in die Zukunft gegangen seid, daher... Ja, schon klar. Wüsste man, dass wir zurück sind, gäbe es einen Aufruhr. Ich verhalte mich ruhig und höre mich um. Ich zähle auf dich. Ich bin zurück. Ich habe ein paar von den Informationen, die du wolltest. Was ist denn so geredet? Nichts wirklich Gutes. Nachdem wir in die Zukunft gegangen sind, nun, Zephyr und seine Freunde brachten die Zahnräder der Zeit zurück an ihren ursprünglichen Platz. Jeder war glücklich, weil man dachte, die Zeit würde danach wieder normal funktionieren. Aber die Zeit stand weiter still an diesen Orten. Und damit nicht genug. So erzählt man es sich auch noch, dass die Zeit an mehr und mehr Orten anhält. Stimmt das? Ja. Alle sind bestürzt und besorgt, weil niemand weiß, woran das liegt. Reptine, weißt du, was das zu bedeuten hat? Wenn die Zeit in einem immer größer werdenden Gebiet anhält, dann kann das nur eins bedeuten. Der Zeitturm beginnt zusammenzubrechen. Der Zeitturm bricht zusammen? Korrekt. Der Zeitturm gibt der Zeit Struktur. Wenn er also zusammenbricht, dann bricht die Zeit selbst in einem sich ständig ausweitenden Gebiet zusammen. Das ist schlecht. Das Problem wird dringlicher. Die Lähmung des Planeten schreitet schnell voran. Aber dann müssen wir uns beeilen. Das stimmt, wenn wir uns nicht beeilen, ist der Planet bald völlig gelähmt. Es gibt jetzt nur noch einen Weg, wie wir die Zerstörung der Zeit aufhalten können. Wir müssen die Zahnräder der Zeit einsammeln. Und wir müssen sie in den Zeitturm einsetzen, wo Diaga lebt. Aber es gibt ein Problem dabei. Der Zeitturm liegt an einem Ort, welcher das verborgene Land genannt wird. Wie der Name schon andeutet, weiß niemand, wo dieses verborgene Land ist. Aber wir haben keine Zeit mehr.
Das stimmt. Darum sollten wir uns bis auf weiteres aufhalten, denke ich. Ich werde die Zahnräder der Zeit einsammeln. Ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit nach dem verborgenen Land sucht. Verstanden. Ist das okay, Michi? Dann ist alles klar. Du gibst die Kommandos. Das verborgene Land liegt vermutlich irgendwo in dieser Welt. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wo es genau liegt. Wenn man bedenkt, dass es bis jetzt noch keiner entdeckt hat, man sollte annehmen, dass es recht weit weg ist. Vielleicht müssen wir sogar den Ozean überqueren und Wege finden, wie das zu bewerkstelligen ist. Den Ozean überqueren. Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen könnte. Ich verlasse mich auf euch. Okay, ich mache mich auf die Zahnräder der Zeit einzusammeln. Viel Glück. Also, wir sollten uns auch auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden. Wir sollten uns auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Warum denken wir fürs Erste nicht darüber nach, wie wir über den Ozean kommen? Nun, wir sind zufällig gerade am Strand, also... es ist aussichtslos. Ein Weg über den Ozean. Mir kommt nichts in den Sinn. Ich habe zugestimmt, nach dem verborgenen Land zu suchen, aber... wo sollen wir deiner Meinung nach mit der Suche beginnen? Und Zeit haben wir auch keine. Es stimmt, wir haben kaum Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das verborgene Land so schnell wie möglich ausfindig machen. Und wir müssen den Zeitturm finden und dann die Zahnräder der Zeit einsetzen. Wenn uns das nicht gelingt, wird unser Planet gelähmt sein. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Und um das zu tun, nun ja, wir haben keine Wahl. Wir brauchen Hilfe, die Hilfe der anderen. Das ist es, ich erzähle es, Blitz. Was ist los, Michi? Wie bitte? Du willst zur Knuddeluftgilde gehen? Warum? Wir sind vor jedermanns Augen verschwunden, erinnerst du dich? Na gut, ich wette, die machen sich schon alle ernste Sorgen um uns. Und ich vermisse alle dort auch, aber... alles, was wir in der Zukunft gesehen haben, alles über Reptile und über Zwirfins und sogar über deine Vergangenheit, Michi. Wenn wir das alles der Gilde erzählen, wie sollen sie uns glauben? Was meinst du, Michi? Glaubst du, dass uns alle in dieser Gilde glauben werden? Du denkst, sie werden uns glauben? Nun gut, das sagst du so, Michi, aber gibt es eine Chance, dass sie uns glauben? Immerhin sind alle in dieser Welt davon überzeugt, dass Reptile der Böse ist. Und sie glauben, Zwirfins sei ein richtig gutes Pokémon, nicht wahr? Jeder hat eine besonders hohe Meinung von Zwirfins. Ich habe die Zukunft gesehen, aber ich wollte die Wahrheit über Zwirfins immer noch nicht glauben. Ob sie akzeptieren könnten, wenn wir allen diese Wahrheit erzählen würden? Das stimmt. Was Blitz sagt, stimmt. Vielleicht glaubt uns niemand, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, aber... was? Wir sollen es ihnen trotzdem erzählen? Warum? Sie würden uns vielleicht nicht glauben, richtig? Aber wir sollten es ihnen trotzdem erzählen. Ja, wir sollten es ihnen trotzdem erzählen. Warum? Wie kommst du darauf? Wir brauchen jemandes Hilfe. Jedermanns Hilfe? Ich verstehe. Wir können das verborgene Land nicht alleine finden. Wir brauchen wirklich jedermanns Hilfe. Wenn wir ihre Hilfe nicht bekommen, fehlt uns die Zeit, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Michi? Okay, du hast recht. Lass uns zur Knuddeluftgilde gehen. Yay. Gehen wir zur Knuddeluftgilde zurück und erzählen allen die Wahrheit. Ich bin sicher, dass alle schockiert sein werden, aber sie werden es bestimmt auch verstehen. Gehen wir nach Hause, Michi. Zurück zur Knuddeluftgilde. Oh. Ja. Oh. So süß. Und ich friss weiter Schoki. Achso, oh, sorry. Die Gilden Crew. Jetzt kommt die Wahrheit über die Gilde ans Licht. Spaß. Da wären wir, Michi. Die Knuddeluftgilde. Es fühlt sich an, als wären wir lange weg gewesen, aber... jetzt, da wir hier sind, ist es irgendwie schwer, da hineinzugehen. Immerhin wurden wir plötzlich allein allen entrissen, zugeschaut haben. Es wäre irgendwie auch seltsam, einfach so aufzukreuzen. Nein, wir sollten uns jetzt nicht so anstellen. Wir müssen uns mit einem treffen und ihnen die Wahrheit erzählen. Okay, ich stelle mich über den Wachposten. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck, wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... der Fu-
Fußabdruck ist von... Stimmt etwas nicht, Dicter? Antworte, antworte! Was? Hey, Dicter, wohin verkriechst du dich denn? Dieser Fußabdruck, es ist Blitz! Was? Hä? Was? Es ist Blitz und Michi ist auch da! Dicter, lang nicht gesehen! Was ist das? Hey, es stimmt! Oh weia, es sind wirklich Blitz und Michi. Ihr beide lebt! Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Ich bin Donnerwetter. Leute, wir sind zu Hause. Willkommen daheim, Blitz, Michi? Was? Was war das gleich? Nur einen kleinen Moment. Ich will das nicht falsch verstehen. Okay. Ich fasse eure Geschichte bis hierhin zusammen. Erstens. Raptan ist eigentlich ein gutes Pokémon und er sammelt die Zahnräder der Zeit, um die Welt zu retten? Ja. Und der große Zwirrwind hat nur vorgegeben, nett und hilfsbereit zu sein, aber eigentlich soll er ein böser und durchtriebener Finsterling sein? Yep. Obwohl ich nicht wirklich böse und durchtrieben gesagt habe. Also war Michi in Wirklichkeit der Partner von Raptan. Ja. Also wollte Zwiffen sowohl Michi als auch Raptan loswerden. Darum nahm er sie mit in die Zukunft. Ja, und mich auch. Dann seid ihr Zwiffens soeben gerade entkommen. Und ihr habt es aus der Zukunft so gerade eben zurück nach Haus geschafft. Ja. Und schließlich wird dieser Planet bald gelähmt sein. Und um das zu verhindern, darum sammelt Raptan also wieder die Zahnräder der Zeit. Währenddessen sucht ihr nach dem verborgenen Land. Ist das eure vollständige Geschichte? Ja, das war alles. Blitz, Michi, ihr müsst schlecht geträumt haben. Ha? Warum geht ihr nicht erstmal auf euer Zimmer und ruht euch jetzt was aus? Warte eine Sekunde. Du denkst, wir lügen? Was wir euch gerade erzählt haben, ist die reine Wahrheit. Sicher. Ich bin sicher, ihr beide seid total erschöpft. Nach einem kurzen Nickerchen geht das wieder. Das hat damit nichts zu tun, Plaudergei. Wir sagen dir wirklich die Wahrheit. Das reicht jetzt erst einmal. Sagt mal, ist irgendwas an eurer Geschichte dran, das im Entferntesten glaubwürdig ist? Ein Ort namens Verborgenes Land? Ich bin der Leiter des Informationsdienstes hier und ich habe noch nie von einem solchen Ort gehört. Nebenbei bemerkt, ist der große Zwirrwind viel zu liebenswürdig, um etwas von dem zu tun, was ihr vor ihm vorwerft. Ja, ich konnte die Wahrheit über Zwirrwind auch nicht glauben. Es war ein Riesenschock und es war wirklich schwer zu akzeptieren, aber... Ich will nichts mehr davon hören. Euer Gerede interessiert mich nicht. Der große Zwirrwind, ein Bösewicht? Das ist unvorstellbar. Mal ganz ehrlich, denkt ihr zwei nicht genauso? Wie kann irgendjemand den großen Zwirrwind ernsthaft für einen Bösewicht halten? Ich schätze Zwirrwind sehr. Ich kann das nicht glauben. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Da sind sich alle einig. Aber... Was ist denn so ein Flora? Etwas verstehe ich daran nicht. Das eine Mal, als der große Zwirrwind vor der Rückkehr in die Zukunft stand... Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ah! Ihr zwei, kommt mit mir. Ah! Meine Güte, Blitz, Michi! Was ist gerade passiert? Was Zwiffens damals tat, es war seltsam, egal wie man dazu steht. Wirklich? Glaubst du das tatsächlich? Glaubst du nicht, dass Michi und Blitz versehentlich in das dimensionale Loch gefallen sind? Keinesfalls. Zwiffens griff nach Blitz und Michi und zerrte sie hinein. Hey, das stimmt. So habe ich es auch gesehen. Hey, was passiert ist, war wirklich seltsam. Meine Güte, ich habe mich echt gefragt, warum Zwiffens so etwas tat. Falls das wirklich zutrifft, was Blitz gesagt hat, dann ergibt das Handeln von Zwiffens auf einmal Sinn. Wartet mal. Das denkt ihr jetzt also? Wollt ihr damit sagen, dass ihr den Behauptungen von Blitz und Michi Glauben schenkt? Nun, wie lautet die Antwort? Ich glaube ihnen. Hä? Was hast du gerade gesagt? So, Bilica, du behauptest also jetzt, dass der große Zwirrwind ein Bösewicht ist.
Donnerwetter, ich hatte sicherlich eine hohe Meinung vom großen Zwürfens. Die ganze Idee klingt abenteuerlich, wenn man so will. Aber eine Sache ist hierbei wichtiger. Jawohl, ja, Michi und Blitz sind wichtiger. Darum glaube ich, was Michi und Blitz zu sagen haben. Pizza. Hey, ich glaube ihnen auch. Ich auch, auf Weiher. Immerhin sind sie unsere Gildenkollegen. Ah, Krebskorb und St. Flora. Ich glaube ihnen. Ich auch. Und ich erst. Es ist falsch, an unseren Kollegen zu zweifeln. Wir bauen auf Vertrauen. Oh, danke, Leute. Danke, dass ihr uns glaubt. So, Hallöchen. Dann sind wir uns einig. Hä? Wir alle glauben unseren Freunden. Das ist super. Dann lasst uns anfangen, nach dem verborgenen Land zu suchen. Holla, jetzt aber mal halt lang, Gildenmeister. Hm? Was stimmt nicht? Wir sind uns nicht alle einig, oder etwa doch? Hä? Wir haben keine Probleme mit der Geschichte, aber vermutlich ist Plaudergei nicht überzeugt. Ist das alles? Macht euch über Plaudergei keine Gedanken. Was? Plaudergei ist überzeugt, richtig? Wie bitte? Weil Plaudergei die Geschichte von Blitz von Anfang an geglaubt hat. Richtig, Plaudergei? Hä? Wie seltsam! Nun, Gildenmeister, dich kann man einfach nicht täuschen. Ich gebe es zu. Ja, ich habe Michi und Blitz ihre Geschichte von Anfang an geglaubt. Hä? Wirklich? Aber wenn ich sofort gesagt hätte, dass ich ihnen glaube, dann wären mir einfach alle gefolgt. Was soll das alles? Darum habe ich dagegen argumentiert. Ich wollte eure Freundschaft auf Probe stellen. Meine Güte, ganz bestimmt. Aber ohne Zweifel war ich von der ersten Minute an überzeugt. Ich wusste, dass sicher alle ihre Kollegen glauben würden. Sagst du? Michi, Blitz, ich glaube euch. Ihr seid meine guten Freunde und Gildenkollegen. Jetzt hört mal alle zu, Leute. Die Zeit bleibt an immer mehr Orten stehen. Wenn ich die Geschichte von Blitz richtig verstanden habe, dann ist unsere Welt in Gefahr. Das bedeutet, wir müssen handeln. Unsere Zeit ist gekommen. Im Namen der Knuddeluftgilde, wir werden unsere Kräfte vereinen. Wir werden das verborgene Land entdecken. Das machen wir, Leute. Yeah! Plaudergei? Jawohl. Okay, Leute. Ab sofort widmen wir unsere Arbeit der Entdeckung des verborgenen Landes. Wir müssen außerdem alle wissen lassen, was in unserer Welt geschieht. Es wird hektisch. Wir müssen alle hart arbeiten. Ich werde das ganz sicher. Ich schaue meinen Schatzschatz vorbei. Ich werde die Neuigkeiten überall verbreiten, Donnerwetter. Ich gehe auch. Wir müssen Tomuz und seine Freunde informieren. Falls sie wieder zurück an ihren See sind, können sie versuchen, Reptan aufzuhalten. Hey, dann werde ich es ihnen erzählen. Okay, ihr anderen sucht bitte nach dem verborgenen Land. Ja! Vidica, San Flora und ihr anderen, wenn ihr fertig seid, dann sammelt bitte Informationen zum verborgenen Land. Natürlich! Wir beeilen uns. Wir werden das verborgene Land zusammenfinden. Nur fink! Ja! Alles klar, zeigen wir, dass wir Mumm in den Knochen haben. Hey! Es tut mir leid, dass ich keine Informationen zum verborgenen Land habe, aber vielleicht weiß der weise Quirte, der Dorfälteste, etwas. Quirte, der Dorfälteste? Das ist das älteste und weiseste Pokémon in Schattstadt. Er liebt die heiße Quelle, deswegen hält er sich immer dort auf. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass er ihn bei der heißen Quelle finden werdet. Ah, ich erinnere mich. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen? Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eurer Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Der ist das, dieses nette alte Pokémon, das wir getroffen haben. Ihr solltet euch die Weisheiten seiner Jahre zunutze machen. Frag Quirte im Rat. Als wir das zum ersten Mal da zur heißen Quelle gegangen sind, wussten wir durch die Wasserfallhöhle, Michi. Gehen wir vorwärts zur heißen Quelle. Aber zuerst? Es wird spät und außerdem, ihr müsst Hunger haben. Hä? Mein Magen hat geknurrt. Deiner auch. Ihr solltet zu Abend essen und dann solltet ihr ordentlich schlafen. Morgen können wir uns alle an die Arbeit machen. Hey, der Magen von Michi hat schon wieder geknurrt. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Wohl komisch, Michi. Dein Magen hat wohl Palimpalim angeknurrt, was? Oh, über die Zukunft hatte ich so lange nicht mehr Zeit dafür. Thank you.
Es ist so lange her, dass wir in diesem Zimmer waren. Ich habe endlich das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Weißt du, ich bin froh, dass alle unsere Geschichte glauben konnten. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals. Lass uns morgen zu Curtis gehen und ein paar Informationen von ihm besorgen. Machen wir morgen weiter, Michi. Ja, und hier beenden wir das LP, würde ich sagen, oder? Bye, bye.